Und willkommen! Heute zeige ich dir, wie du eine Kiste wie diese hier innen mit Stoff auskleiden kannst. Und das schnell und einfach. Alles, was du außer einer Kiste und Stoff dafür brauchst, sind Pappe, Sekundenkleber und Klebeband. Also los geht's! Als erstes messen wir alle Innenflächen aus, auf die nachher Stoff draufkommen soll. Pass auf, nicht bei jeder Kiste kannst du alle Innenflächen bekleben. Bei meiner hier zum Beispiel reibt diese Fläche entlang dieser Fläche und wenn ich da was draufkleben würde, ließe sich die Kiste nicht mehr schließen. Die Formen der Innenflächen schneidest du jetzt aus einer möglichst dünnen Pappe aus. Ich benutze am liebsten Müsli-Packungen und ähnliches, denn die sind dünn und sogar kostenlos. Für diesen dünnen Stoff hier schneide ich die Rechtecke genau passend zu. Wenn du einen dickeren Stoff verwenden willst, musst du vielleicht deine Rechtecke ein bisschen kleiner zuschneiden. Du siehst gleich warum. Lass uns zuerst mit dem Deckel beginnen. Schneide um die Pappe herum ein Stoffrechteck zu und lasse ungefähr 1 bis 2 cm Rand an jeder Seite. Es muss nicht so genau sein. Wen es interessiert, ich verwende hier übrigens einen Polyester-Satinstoff. Okay, die schöne Stoffseite, die man später sehen soll, kommt jetzt nach unten. Und bei der Pappe die bedruckte Seite auch nach unten. Schöne Stoffseite, unbedruckte Pappseite. Jetzt schneidest du die Ecken des Stoffs ab, allerdings nicht komplett. Damit hier nichts verrutscht, kannst du ganz vorsichtig mit Klebestift den Stoff an der Pappe fixieren. Aber Achtung, nimm wirklich nur ganz wenig, denn sobald dein Klebestift Klümpchen bildet, drücken die sich nachher durch den Stoff durch. Wir werden jetzt gleich die Stoffränder umfalten und an allen Kanten mit Sekundenkleber festkleben. Viel hilft hier viel, denn der Stoff saugt ziemlich viel von dem Kleber auf. Achtung, wenn du mit Sekundenkleber arbeitest, benutzt bitte, bitte immer Handschuhe. Wenn du Sekundenkleber auf die Finger kriegst, geht der nämlich nicht mehr ab. Für ein paar Wochen oder so. Das musste ich leider durch Erfahrung lernen. Bitte mach nicht meine Dummheiten nach, okay? Wunderschön. Und das kleben wir jetzt mit noch mehr Sekundenkleber in den Deckel der Kiste. Und wieder, viel hilft viel und außerdem musst du schnell sein. Okay, ich war nicht schnell genug. Es hat nicht geklebt. Ich bin dann doch auf Plan B ausgewichen, den Heißkleber. Und fertig ist der Deckel, juhu! Du könntest es jetzt bei allen anderen Teilen genauso machen und schon ist deine Kiste fertig. Aber ich zeige dir noch eine Variante, bei der du nur ein Stoffstück brauchst für den Innenraum der Kiste. Dafür legst du die Papprechtecke mit der bedruckten Seite nach oben und klebst sie mit dem Klebeband zu einem Kreuz zusammen. Mit dem Klebeband nur auf einer Seite bleiben die Kanten schön beweglich. Ich will den Boden nachher auch mit Heißkleber festkleben und da der dick ist, muss ich meine Seitenflächen in kleine Stückchen kürzen, sonst wären sie nachher zu hoch. Aus dem Stoff schneidest du jetzt auch ein Kreuz zu. Dann schneidest du wieder alle äußeren Ecken ab und an den inneren Ecken musst du den Stoff einschneiden. Jetzt faltest du genau wie eben alle Stoffränder um und klebst sie mit dem Sekundenkleber fest. Achte darauf, dass der Stoff immer schön straff und glatt liegt. Bei den Ecken musst du einen großen Kleckskleber hinsetzen und dann den Stoff festdrücken, bis es hält. Zum Festkleben in der Box startest du am besten mit dem Boden und dann klebst du alle Seitenteile nacheinander. Um die Seiten festzukleben, empfehle ich dir aber wirklich den Sekundenkleber, denn der Heißkleber ist dick und dadurch würdest du so eine hässliche Lücke zwischen Kistenrand und Stoff bekommen. Ich möchte noch dazu sagen, dass sich bei der Variante 2 diese kleinen Wellen im Stoff leider nicht ganz vermeiden lassen. Denn wenn du das glatt bespannte Pappkreuz nach innen faltest, sitzt der Stoff danach ein kleines bisschen lockerer und dann wirft er diese Falten. Falls dich das stört, kannst du es einfach wie beim Deckel machen und jede Seite einzeln bekleben.